de neue, der neue Supersport, Red Evolution. Und es ist hier von Bull angefangen. Yeah.
absolute Wahnsinn! Liebes Publikum, wo ist der Applaus für den Bauernspiel? Junge, 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 Junge! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Es ist der Wahnsinn! Boah, er ist einzigartig. Er hat die meisten YouTube-Fans weltweit von einem Kingstraktor und er lässt sich lange tanzen. Er ist nicht zu toppeln, der Bauernsteck tanzt in der Volkmars Arena. Jürgen Bodino sein Team zu Gast am heutigen Abend. Schmeißt in die höchste Flamme des Tages. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und die Menge ist begeistert in der Arena. Und der mächtige V8 von Olsen läuft rein, über 10 Liter Hubraum, Trecker-Track-Team, sonst Weg-Team, kommt als nächstes vor der Strecke und er kommt dann noch einmal in der Bahn zurück. Liebes Publikum in der Volkmars Arena, ich will alle Hände hören, alle riesen Applaus für den Bahnstreck! Es ist der Wahnsinn! Es ist der Steffen aus Kaltenkirchen mit dem Bauernsteck, der hier zurück in ins Fahrerlager. Hey Leute, wo sind die Hände hier drin? Wo ist der Applaus? Linke Bahnseite, was ist los? Es ist der Wahnsinn. Ja, hey Budding, da gibt es so einen Deutschfahrer, deinen schönen Trecker und jetzt hat sie ihn zerrissen. Ja, da konnte er nichts für. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das endlich, wann das noch passiert, sag ich mal. Wir haben uns gewundert, dass es überhaupt noch hält. Das Getriebe ist komplett Serie. Da haben wir bestimmt schon 30 Puls mitgemacht und es ist einfach Wahnsinn, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Ah, okay. Kannst ja mal vielleicht an Case International schicken, was man da alles so mit anstellen kann. Ja, vielleicht mit ein paar Rundenreden, wenn ich. Und jetzt hast du den Deutschpiloten aus Kaltenkirchen das gute Stück einmal unter dem Hintern gegeben und der hat ihn jetzt zerlegt. Ja, aber das wäre bei mir genauso passiert. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, das ist ein Deutschfahrer. Ja gut, der nicht ist ein Deutschfahrer. Heieiei. Ja, liebes Publikum, habt ihr einen Aufwand und Applaus für den Bauernsteckpiloten, für den Steffen, einer der ältesten Rivalen von Jürgen Bodding auf der Traktorpolitik in Schleswig-Holstein. Es hat ihn zerrissen, über 30 Puls hat er absolviert. Er ist der Star bei YouTube. Ihr könnt heute einfach mal zu Hause reinklicken. Gebt einfach bei YouTube Bauernsteck ein und dann werdet ihr sehen, es gibt atemberaubende Bilder von Jürgen Bodding und von diesem Traktor. Aber jetzt hat es das Originalgetriebe zerrissen. Also kein weiterer Start mehr möglich. Da ist jetzt mal ein bisschen Schrauben und Bauen angesagt. Und wir freuen uns auf den. Positioniert mit seinen Schleppern schon in den frühen 80ern beim Trecker-Track dabei gewesen. Über 30 Jahre Pulling-Erfahrung bringt der Kurlute mit in die Volkmars Arena. Und alles andere als ein Pull-Pull wäre für diesen Schlepper und diese Piloten sicherlich eine Enttäuschung. Die Pulling ist im Finale. Was macht das Team Pulling?
Was macht das Evolution Team? Kann der XL jetzt die Führung übernehmen? Ja, das wird nicht reichen, da bin ich mir absolut sicher.